willkommen zurück bei Final Fantasy 15. Und wie ihr seht, wir sind immer noch unterwegs. Auf dem Weg zur Nebenquest-Parade, die wir uns noch einsacken wollen, bevor wir uns dann Stück für Stück ja, den Quests annehmen. Bevor wir dann weiter zur Hauptquest gehen. Ja. Wir sind auf dem Weg dahin, wo wir übernachten wollen. Da machen wir nämlich tags weiter. Was meinst du wohl, warum ich da gerade hinfahre? Oder du zumindest fährst und ich dich dahin geschickt habe, dass du dahin fahren sollst. Es ist nämlich schon 19 Uhr abends hier vorne. Nein. Nein, wir fahren zur nächsten. Weiterfahren. Ja, tue ich. Leute, wir sind bald da, wo wir hinwollen. Gib Gas. Den Siechern gehe ich natürlich aus dem Weg. Das steht für mich auf jeden Fall schon fest. Aber will ich natürlich vorher trotzdem da schon mal ankommen, damit wir da dann übernächtigen können. Ich hoffe, da gibt es wenigstens einen Wohnwagen. Vielleicht gibt es ja auch ein schickes Motel, was wir anmieten können. Ist ja noch besser. So, jetzt ist 20 Uhr. Alter, was denn du? Willst du nicht mehr weiterfahren jetzt, oder was? Ja. Fahr ich halt selber. Ich fahre immer vorsichtig. Mit 200 durch die 30er-Zone. Passt schon. Natürlich nicht. Ich hoffe, das hat keiner geglaubt jetzt von euch. Macht man nicht sowas. So, geradeaus soll ich weiterfahren. Alles klar. Sind ja nur noch ein paar Meter, Mensch. Vollgas in Richtung Ziel. Irgendwo da vorne soll es sein. So, da sehe ich schon. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus hier. So, einmal parken bitte. Das die Cortez-Raststätte, so heißt der gute Laden hier. Du sagst es. So. Dann holen wir uns mal die Quests ab, die hier so rumeiern. Der hier zum Beispiel. Dave. Natürlich. Hab dich schon vermisst, mein guter Dave. Hab mich schon gewundert, wo du rumeierst. Jetzt haben wir dich gefunden. So, hier vorne soll auch noch irgendwo eine Quest sein. Hallo? Hä? Wo denn? Am Dach oder was? Kann natürlich sein. Wie kommen wir denn da hoch? Gibt's irgendwo einen Aufgang? Ah, guck wieder. Da geht's hoch. Es geht hoch und dann haben wir... Oh nein. Oh nein. Ich will gar nicht mit ihr reden, aber ich tue es trotzdem. Hallo? Reden? Ja! Danke! Gelbfrösche, aha. War das nicht erst Rotfrösche und jetzt sind es Gelbfrösche? Ah, ist klar. Ich quake mir mal einen Frosch beisammen. Meine Fresse, die alte, die hat es aber auch nicht mehr, die Schuss nicht mehr gehört. Okay. Karte. Ja, unsere nächste Reise geht dann hier so in die Richtung noch. Da werden wir auf jeden Fall noch hinfahren.
Bevor wir uns dann an die Nebenquests machen. Wie recht du hast. Aber jetzt, wo ist denn mal hier eine Nächtigungsmöglichkeit? Da vorne ist ein Wohnwagen. Naja, ist jetzt kein Motel, aber immerhin, immerhin. Nein, nicht fahren. Mann, Mann, Mann. So, nächtigen wir mal hier im Wohnwagen. Ist ja noch früh am Abend. Aber passt schon. Dürfte ganz gut EP geben, meiner Meinung nach. Über 6000. Ah, es reicht sogar für Rang 23. Coolio. Da ändert sich nicht viel dran. Angeln sollten wir auch mal wieder gehen. Ja. Sieht irgendwie krass aus. Ja. Das sieht ganz schick aus, aber. Ja, total. Ah, okay, das sind jetzt keine tollen Bilder, großartig. Da brauchen wir keins von zu speichern. Nichts Bemerkenswertes dabei. What's los? Zumindest sind wir alle wieder wach. Beim Auto geht das Dach zu, alles klar. Und wir fahren jetzt erst einmal. Ja, wohin fahren wir? Ja, da muss ich dann doch mal eben ganz kurz auf die Karte. Das bin ich nämlich automatisch gefahren. War gar nicht mein Plan. Jetzt geht's erstmal dahin. Wie kann ich denn? Nein, wir folgen einfach der Straße. Durch den Regen bis zum Ziel. Mehr Fotos? Nein, alles wie gehabt. Prompto wird auch weiterhin. Naja, hat man ja alles schon mal. Finde ich ganz nett, dass sowas gefragt wird. Aber das ist mir wirklich relativ egal, ob ich jetzt Fotos von Gladius, von Prompto selbst, von mir oder von Ignis habe. Das ist letztendlich eigentlich total egal. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verfahren. Moment mal eben. Nee, alles gut. Nächste Abzweigung rechts halten, also nicht links abfahren. Und dann müssten wir auch schon so langsam da sein. Sind wir, glaube ich, bei der Schokobo Farm. Da wirft sie schon ihre Schatten voraus. Bevor wir uns dann die letzte Quest holen und dann müssen wir mal schauen, was wir zuerst machen. Hauptsache, wir haben dann alle beisammen und dann nicht mehr die ganzen Fragezeichen auf der Karte, weil ich glaube, das ist dann wirklich erstmal das letzte Fragezeichen, wenn ich das richtig sehe. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann können wir erstmal Quest für Quest abschließen. So, einmal parken hier auf der Schokobo Farm. So sieht's aus. Auf wie geht's hier? Ja, da ist ein Händler, der ist aber relativ uninteressant jetzt gerade. Double. Tja, ich glaube, viel kaputt gemacht haben wir auch nicht, aber schön zu hören, dass davon berichtet wird. Was haben wir hier? Eine. Was? Ein Kameratragriemen. Aha. Was liegt da Schönes? Aus der Kosmogonie, die Kanagi. Und so trug es sich zu, dass der Schwertgott
nach Tenebrae niederstieg, wo er eine Frau erwählte und ihr die Kraft gab, die Stimme des Planeten zu hören. Ihre Weisheit und ihre heilenden Kräfte setzte sie fortan ein, um Nöte zu lindern und als Kanagi zwischen den Göttern und den Menschen zu vermitteln. Interessant. Interessant? Warum interessant? Ich denke da ein bisschen an die Familie von Luna Freya. Cool, guck mal. Mitten im Regen. Okay. Bestimmt, das ist bestimmt ein Mega-Foto. Ja, zu der will ich jetzt eigentlich nicht. Hier soll irgendwo eine Quest sein. Wo ist denn die? Nein. Karte. Da vorne hin. Was ist jetzt schon wieder? Ah, außenrum. Weg da, weg da. Haben wir sie schon mal? Schokobo-Futter für übergewichtige Vögel entwickelt von Wiz Farlane. Das ist eine gute Frage. Ja, und dann mal weiter hier. Hier vorne soll die Quest sein. Wieso stehst du da unten? Ah, süße Chocobos, ihr seid Balsam für meine Seele. Ich wusste gar nicht, dass du so eine Schwäche für Chocobos hast. Ich liebe Chocobos. Für mich sind sie die besseren Menschen. Ja, man kann sie gar nicht genug lieben. Ja. So, was willst du denn von mir? Die Festplatte steht ja echt in Flammen. Kann man die überhaupt betreten? Was willst du denn jetzt? Nicht zur Kautestplatte fahren, sie ist ganz nah. Ja, Machen wir. Warum nicht? Großartig. Ich wollte den Meteor schon immer mal sehen. Pilgerfahrt. Wow, und dafür muss ich jetzt hier hin, oder was? Ah, Mann, ey. Okay, und dann muss man kurz schauen. Auf der Karte war nämlich noch eine Quest. Und zwar war die... wir sind da. Da wollte ich hin. Hier festlegen. Da machen wir uns jetzt mal hin auf den Weg. Da kommen wir an einem Refugium vorbei. Und da kommen wir auch zum Angeln. Da können wir da auch eine Runde angeln. Und dann kümmern wir uns um die Nebenquests. Ich glaube, bei der Platte haben wir dann einiges zu erledigen, wenn mich recht erinnere. Ich hoffe mal, ich kriege meinen Questlog da mal wieder gesäubert, so Stück für Stück. Aber erstmal. Tut das weh? Ja, ist ja gut, Kopfschmerzen. Das ist nicht normal. Ja, ich freue mich schon auf die Hauptquest auch, aber die dauert halt noch ein bisschen. Erstmal sind die ganzen Nebenquests dran. Dann müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht die ein oder andere Jagdquest mal wieder machen. Vielleicht mal wieder ins Startgebiet zurück. Da haben wir ja noch einige gehabt. So, hier ist das Refugium, aber da wollen wir jetzt hier nicht unbedingt stoppen. Aber ich könnte ja gerade mal eben kurz Energie ziehen hier. Tsching. Und dann haben wir hier drüben noch Feuer. Wollen wir hier campen? Nö, wollen wir nicht. So, Feuer ist voll, okay. Und Blitz ist auch voll, wunderbar. So, mal eben kurz hier rein und dann in die Sachen Magie. So, wir haben Blitzra. Die Lums. Und dann hier raus, was nehmen wir denn da? Was haben wir denn da? Muskelverstärker, Aquentas, mächtige Verkettung. Verkettungsmagie reiht sich zu 5-mal Feuer aneinander. Ah, okay. Was passiert beim Heiltrank? Wirkt Feuer und halt die LP des Anwenders. Okay. Alter, Stufe 52, 53. What the fuck? Entschuldigung. Giftfeuer. Das hört sich ja wirkt in der Kombination mit Effekt von Gift. Das ist mal geil.
Super Elixier, mächtiger Vergessungsmann, dreimal Feurer. Ja, okay, Megatrank. Boah, Fünferkette, mächtige Verkettungsmagie reiht bis zu fünfmal Feurer. Das ist krass. Muskelstähler, Feurer, okay. Erste Feuer. Einfache Verkettungsmagie reiht manchmal zwei Feuerzauber aneinander. Feurer, Feurer. Alter, was hier alles gibt. Wirkt Feuer in Kombination mit dem Effekt von Stopp. Aha. Riechsalz. Ein Status-Malus. Effekt von Tod. Aha. Interessant. Okay, wir nehmen mal einfach eins dieser hier oben. Nehmen einfach mal das Elixier. So. Dann Synthese. Falls wir es brauchen, können wir es immer noch nehmen. Und dann können wir noch einen mit Frost machen, auch wenn das jetzt nicht voll ist. Aber 75 ist auch schon in Ordnung. Und das kombinieren wir mal mit, ja, bis zu dreimal Eis. Phönixfeder möchte ich da ungern für nutzen. Boah, super Elixier, super Tank. Ja, nehmen wir auch das hier. So. Halt, nein. So, ins Inventar legen. Dann haben wir ein paar Zauber. Und jetzt machen wir uns weiter auf den Weg dahin, wo wir hinwollen. Können wir den Rest Feuer hier auch noch mitnehmen. Schon cool. Aber finde ich ein bisschen schade auch auf anderen Seite, dass das mit der Magie so simpel ist. Bin ich ganz ehrlich. Das fand ich in den alten Teilen deutlich besser gelöst. Aber gut. Weil es ist ja nun mal hier relativ simpel gelöst, also meiner Meinung nach. Man muss es nicht großartig erlernen, man bastelt sich das Ding und dann ist fertig. Irgendwo da vorne, was ist denn da? Ich kann da was sammeln, sehe ich schon. Und dann, ich höre Magitech-Motoren. Ja, die höre ich auch. Kann ich hier durch? Ja, kann ich. Wunderbar. So, Moment mal. Ich kann hier vorne irgendwas sammeln, bevor ich mit dem quatsche. Ein Angelmeister. Liegt denn hier? Ein Amethyst-Armband. Aha. So, was willst denn du? Hallo. Hey, könnt ihr vielleicht woanders jagen? Sonst verjagt ihr mir was anderes, nämlich die Fische. Bist du ein Angler? Ja. Du etwa auch? Yep, das will ich meinen. Ein Kollege also. Na, wenn das so ist, ich kenne eine gute Stelle. Aha. Ist ja toll. Und nu? Glaub nicht, dich schon mal gesehen zu haben. Bist du neu im Geschäft? Kann ja man sagen. Schön, ich bin Navith, Weltenbummler, wettergegerbt und Angler aus Leidenschaft. Sag, Junge, was hältst du davon, mir dein Können zu zeigen? Und wie? Wenn du einen der Felsbaramundi an Land ziehst, die hier leben, dann kriegst du was Schönes dafür. Was meinst du? Top, die Wette gilt. Das lobe ich mir. Ja, cool, jo. Dann lohnt sich das ja sogar, direkt mal hier zu angeln. Ein Felsbaramundi soll ich angeln. Hallo, ich möchte mich gerne wieder bewegen. Ich hab's gelesen. Was haben wir hier? Ein Bomber, Eisbomber. Aha. So, was steht denn da? Spinnenseide aufgehoben. So, ein Felsbaramundi. Yeah, angeln. So motiviert sieht man dich selten. Aber man sieht ihn. So. Jetzt muss ich mal eben kurz schauen. Was haben wir davon noch irgendwas Besonderes? Ah, das passt schon so. Köder. Geeignet für Felsbaramundi. Ja, perfekt. So, dann mal auf hier. Ich hoffe mal, das ist die richtige. Und gib ihm. Kann ich in der Zwischenzeit etwas Kingsnight zocken? Lass mal lieber. Unser Prinz wird sonst stinkig. Ja. Was schon. Eis an. Na toll. Erneut auswerfen. So. Das Ganze noch einmal dahin.
Zacka! Komm schon. Funktioniert gerade nicht so, wie es soll. Ist doch gar nicht. Lass mal halt mal dahin, Arschlecken. Nehmen wir den da. Hallo. Soll ich jetzt verarschen? Will keiner von euch anbeißen? So, jetzt nochmal das Ganze. Geh den Fisch nicht mal. Boah, jetzt komm schon. Kann nicht so schwer sein, diesen scheiß Fisch zu fangen. Ah! Na geht doch! Okay, ziehen wir mal an Land. Irgendwie. Uiuiui. Komm her, mein Freund. Sei brav. Fischi, Fischi, Fisch. Komm her, mein Fischi. Komm her. Alter, sie verarschen. Komm her, mein Fischi. Komm zu mir. Komm zu Papa. Oh nein, die Schnur reißt. Nein, sie reißt nicht. Sie reißt erst, wenn ich das sage. Halt, die Richtung. Oh. Komm schon. Ja, komm. Komm zu Papa. Nein, die Richtung, die Richtung, die Richtung. Komm her. Komm her. Oh. Na, boah. Endlich. Er hat angebissen. Das war knapp, ey. Das ist der Fisch, den Navith meinte, oder? Sehr gut. Ein falschbarer Mundi. Alter, 10 Kilo fast! Willst du mich verarschen? Alter, mit dem Vieh können wir... Nur aus, bevor sie dir reißt. Okay, deine Schnur hat deine Haltbarkeit verloren und ist anfälliger für Reißen geworden. Behalte die Haltbarkeit im Augen, wechsle die Schnur rechtzeitig. Ja. Ja, das hab ich schon kapiert. So. Wenn ich jetzt wieder... Ah, die andere ist weg, okay. Ja gut, nein, noch nicht aufhören. Einen Fisch holen wir uns noch, Holen wir uns noch so ein Vieh. Okay, wird keiner darauf aufmerksam. Gucken, was die anderen Fische für welche sind. Ich hab's gewusst. Der beißt an. Und der geht ganz gut eigentlich. Komm her, andere Richtung. So, dann hier rüber. Komm schon. Fische, Fisch, komm her. Einholen, einholen. Schon her. Na endlich. Nicht übel. Nock, freu dich doch mal ein bisschen. Ah. Ein kleiner Zappelmann. So, jetzt probieren wir nochmal den hier eben ganz fix. Damit Noctis mal bei seinem Hobby vorankommt. Ich wusste es, dass der noch anbeißt. Du verlierst, du verlierst. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Oh. Der ist gar nicht einfach. Komm schon. Schnell rüber, 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 rüber. So ist gut. Nein. Oh, fuck. Das ist echt nicht einfach, diesen Kackfische zu holen. Aber das ist auf jeden Fall der letzte, den wir fangen werden. Alter, aber.
Aber wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Da ist dieser Kackfisch. Schnell her. Du bist... Oh, nein, falsche Richtung, falsche Richtung. Boah. Boah. Ja, du bist meiner. Oh, gut gemacht, Mann. So, wir erinnern uns, Anna hatte 10 Kilo und das hier nur ein 2 Kilo, Alter. Das ist ja gar nichts. Okay, das reicht. Ja, ja, ist ja gut. Ich möchte gerne aufhören. Hallo? Ah, nee. Ah, hallo? Ja, geh mir nicht auf den Sack. Ich will jetzt endlich aufhören. Danke. Ist jetzt mal gut? Danke. Diese News, die kenne ich mittlerweile. Die wollte ich nicht noch vorlesen. Habt ihr, glaube ich, auch schon alle kapiert, wie das Angeln funktioniert. So. Dann reden wir mit dem guten Herrn. Hallo, Felsbaramundi. Da brat mir einer einen Stör. Ja, dann brat mal ein. Der Junge hat Selbstvertrauen. Das gibt einen Köder als Belohnung. Das ist ja nett. Na klar, hast du dir verdient. Damit kannst du dir neue Fanggründe erschließen. Yay. Coolio. Du wirst staunen, was so alles im Gewässer kreucht. Das Leben eines Anglers steckt voller Überraschungen. Du hast das Zeug, ein Großer zu werden. Nutze es. Boah, schau mal einfach mal, wa? Aufgabe abgeschlossen. Gleichgesinnte gibt gut EP. 1500 an der Zahl. Ein Tomberry als Angelmoppel bekommt. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn für Aufgaben hier? Wir machen erstmal die perfekte Landschaft. Ja, okay, das ist klar. Da muss ich mal eben schauen. Wir haben ja nämlich so einiges. Die Zwiebelkacke. Ah, das ist wieder da, okay. Omnibus Interruptus, die Panzerknacker zwischen Stein und Fels. Okay, und Pilgerfahrt ist da. Okay. Okay, das müssen wir erstmal gucken, dass wir das alles irgendwie auf die Kette kriegen. Das sind nämlich doch reichlich. Würde ich sagen, gehen wir zuerst mal los dort geht's. Oben hin. Mal gehen wir alles zu Fuß zurück, ohne Auto. Willst du den neuen Köder ausprobieren? Garantiert. Muss ich ja wohl, oder? Gut, dann fangen uns mal was fürs Abendessen. Ein andermal. Ja, ich fände es ganz schön, wenn die ganzen Quests auch mal auf der Map angezeigt werden würden. Also sprich, man alle anzeigen kann. Das fände ich ganz cool, weil dann könnte man schauen, was alles so in der Nähe ist. Aber es ist reichlich hier um die Platte rum. Wenn ich mich recht erinnere. Und deswegen geht das relativ gut ab. Über dir. Über mir? Was ist denn da? Oh. Ich laufe einfach mal weiter. Mal gucken, wohin unsere Reise uns hier verschlägt. Ob da noch irgendwo eine Quest auf uns lauert. Hier sind neue Gewässer, aber ich gehe mal außen rum natürlich. Anders kommen wir da nämlich nicht vorbei. Ja, ich habe das Gefühl, wir werden hier noch Ewigkeiten unterwegs sein in diesem Spiel. Also kurz wird dieses Let's Play definitiv. Schlechte Sicht bei diesem Wetter. Siehst du wenigstens, wo du hinfährst? Mehr oder weniger? Es fährt zwar gerade keiner, aber okay. Winzige Feder, ja gut. Aber halt eine winzige Feder gefunden. Okay, wer hat uns jetzt schon wieder im Visier hier? Ich gehe mal weiter. Wir müssen ja nicht an dieser Ecke hier kämpfen. So, und das Foto holen wir uns auf alle Fälle noch ab. Und dann schauen wir mal, wohin uns die Reise als nächstes verschlägt. Bei so vielen Quests haben wir auf alle Fälle noch reichlich zu erleben. Oh oh. Nicht so gut, weil der war ziemlich hoch im Level. Immer so nebenbei erwähnt.
Den habe ich nämlich gerade so am Rande gesehen und dann habe ich gesehen, oh, Level 27 oder sowas. Okay, wir sind auch schon Level 23, also wir sind ja mittlerweile schon relativ weit oben im Level, während die Quests immer niedriger werden. So, gleich sind wir am Ziel angekommen. Manometer, ist das ein weiter Weg? Hätte ich nicht gedacht. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Hallo Leute, es regnet gerade. Scheint hier echt dauerhaft warm zu sein, wenn die ständig von der Hitze, über die Hitze beschweren. Hey. So, gleich sind wir da. Was haben wir denn hier stehen? Rüdelwiese, aha. Nein, aufheben. Nacht. Ich höre Magitech-Motoren. Das ist ja toll! Oh, direkt über uns. Okay, ich glaube, die müssen wir dann doch mal wegmachen. Dann hauen wir doch mal rein hier in die Kacke. Den hätten wir erledigt. Okay, und dann machen wir den hier. Warp-Angriff. Pronto, schieß mal drauf. Und der Schlag hinterher. Und jetzt ist der dran, der richtig von hinten einen drüber bekommt. Und weiter geht's. Also die halten nicht allzu viel aus. Oh, Ignis ist gerade ein bisschen kritisch, aber macht nichts. Die Gegner sind praktisch erledigt. Und Rainer ins Getümmel. Und ich glaube, das war der letzte. Das Ganze noch schneller beendet. Ja, ging aber auch ganz gut. Mal eben kurz hier reingenockt. Und dann war die Sache erledigt. So, was hat der für ein Level? Ja, komm, hauen wir den gerade mal aus den Socken. Der geht nämlich gerade ein bisschen auf den Keks hier. Oh, da ist noch ein zweiter dazugekommen. Der hat keine Schnitte gegen uns. Tut mir leid. Stecken wir unsere. So. 2,1 Schaden. Kann ich hier. Ja, kann ich. So, einmal anvisieren und Rainer. Der dürfte nicht mehr viel aushalten. Was ist das? So. Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Hat schon wieder eins. Oh, da freue ich mich drauf. Ein Pionierspieß. Okay. Bei Gelegenheit werden wir es mal essen. So, jetzt gehen wir ganz schnell hier oben hin und lösen die Quest ein. Und bevor es dann weitergeht mit weiteren Fotos, prompto. Komme ich denn hoch? Ah! Hier müssen wir lang. So, einmal Foto bitte. Was für eine Aussicht. Einmal fotografieren. Okay, weiter geht's. Hervorragend. Okidoki. Gut, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hier bei Final Fantasy 15. Auch wenn jetzt diese Folge nicht so viel passiert ist. Muss wie letzte eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, das wird jetzt so Schlag auf Schlag immer weitergehen, dass wir eine Quest nach der anderen abarbeiten. Da dürfte einiges los sein. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Du Riesenfrosch. Vorsicht, so. Linke Flanke. Okay. Tut das weh. Ich gehe da mal ein bisschen weiter von weg.
Ja, ich verabschiede mich von euch und sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Final Fantasy 15 und dann hoffe ich mal auf ein klein bisschen mehr Action. Ja, schätze ich mal auch. Also, bis zum nächsten Mal.